Beginn, auch wenn es viel länger war. Gut. Christina Schwarzer ist die letzte Rednerin in dieser Debatte. Für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Wunderlich, lassen Sie mich noch zwei Sätze sagen zum UVG, weil mir es tatsächlich auch sehr wichtig ist. Ich weiß nicht, ob Sie sich schon mal den Spaß gemacht haben und bei Ihrem Jugendamt Ihrer Kommune die Zahlen haben durchrechnen lassen. Mein Jugendamt hat mir die Zahlen mitgeteilt. Aktuell Kommune, das ist kein Spaß, richtig. Aktuell in meiner Kommune 320.000 Einwohner, derzeit 2.300 Fälle. Die werden bearbeitet mit knapp 17 Mitarbeiterstellen. Wenn wir das Gesetz jetzt so umsetzen, wovon wir ja alle ausgehen, ist ein Aufwuchs von 4.800 Fällen zu rechnen. Das ist ein Aufwuchs von ungefähr 35 Mitarbeitern, damit eben das abgearbeitet werden kann bzw. bearbeitet werden kann. Das ist, ja, das ist derzeit so nicht zu leisten, und deswegen müssen wir uns ganz genau letztendlich die Rahmenbedingungen anschauen. Aber wir sprechen jetzt über den Haushalt. Über den vielen Gesprächen, langen Verhandlungen und guten Diskussionen einer langen Haushaltsdebatte, und sie ist ja gleich zu Ende, schwebt im Kern eine konkrete Frage. Was ist eigentlich eine gute Politik für Familien, Senioren, Frauen und Jugend in unserem Land? Oder anders ausgedrückt, wie investieren wir denn das Geld, was uns zur Verfügung stellt? Und was wollen wir mit unserer Politik erreichen? Und welche Leistungen sind nötig, um diese übergeordneten Ziele zu begleiten? Eine erste Antwort gibt hier der vorgelegte Haushalt. Erneut investieren wir mehr als im vergangenen Jahr. Aber einfach nur mehr Geld ausgeben, das reicht ja bekanntlich nicht. Die wichtige Frage lautet, wofür geben wir es aus und vor allen Dingen, welche Botschaft vermitteln wir damit? Meines Erachtens lautet eine wichtige Antwort, wir müssen Politik so gestalten und finanzieren, dass es unseren Familien ermöglicht, ihr Leben so zu organisieren, wie sie es sich wünschen. Denn wie sie ihr Zusammenleben für sich am besten organisiert, das weiß eine Familie in der Regel für sich am besten. Der Staat darf nur Unterstützer und Notfallhelfer sein. Das gilt für die Aufteilung von Arbeit, Familie und Freizeit, ebenso wie für die Kindererziehung und die Pflege von Angehörigen. Die Familie priorisiert ihr persönliches Lebensmodell, nicht die Politik. Die zweite Antwort auf die Frage, wofür wir das Geld unserer Bürger ausgeben dürfen, lautet meines Erachtens zur Unterstützung derer, die Unterstützung brauchen. Für unseren Bereich haben wir dabei eine ganz besondere Verantwortung. Daher bin ich besonders froh, dass wir mit diesem Haushalt auch drei Projekte fördern, die sich auf ganz unterschiedliche Art und Weise die Unterstützung von Hilfsbedürftigen auf die Fahne geschrieben haben. Alois Rainer, an dieser Stelle auch noch mal herzlichen Dank, dass Sie sich für diese drei Projekte eingesetzt haben. Der Dank kam auch mit heute schon in Ihr Büro sozusagen. Dank dieses Einsatzes werden aus dem Bundeshaushalt unter anderem, was denn, fragen Sie? Wir müssen Sie Herrn Rainer fragen. Die Neuköllner Blutwurstmanufaktur hat Leckeres geliefert. Unter anderem die Projekte gewaltlos.de, U25 und eine Kampagne gegen häusliche Gewalt an Kindern. Aber was steckt da konkret hinter? Mit dem Projekt gewaltlos.de, Kollegin Schön hat das schon angerissen, dieses Thema, erhalten Mädchen und Frauen, die von häuslicher Gewalt oder Stalking betroffen sind, Beratung und Hilfe in Krisensituationen. Das ist eine wichtige Aufgabe, denn Mädchen und Frauen machen Gewalterfahrungen überwiegend im häuslichen Bereich. Auch vom Phänomen Stalking sind eben immer mehr betroffen. Die Zahl derer, die sich an Beratungsstellen oder die Polizei wenden, ist sehr gering. Gerade bei solchen Problemen scheint die Hemmschwelle, um Hilfe zu bitten, besonders groß zu sein. Gewaltlos.de schafft einen einfachen Zugang zum Hilfesystem. Die Beratung findet nämlich im Internet statt. Das ist rund um die Uhr ja bekanntlich geöffnet, und so kann man mit Beratern chatten. Darüber hinaus werden Fragen und Themen in einem Forum besprochen. Seit 2005 haben insgesamt 14.000 Mädchen und Frauen dieses Angebot besucht. Sehr geehrte Kollegen, morgen ist ja der Tag, der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Ohne Zweifel ein wichtiges Datum. Ich habe vorgestern mir mal den Spaß erlaubt, nicht nur ein nettes Foto von Paul Lehrer und mir gepostet, sondern ich habe mal auch meine Follower gefragt, wer von euch kennt denn die Telefonnummer vom Hilfetelefon? Es gab eine Antwort, nämlich die von Paul Lehrer, weil der wusste nämlich die Antwort. Und ich glaube, es liegt an uns, genau, sehr vorbildlich, es liegt an uns,
eben das Telefon und auch gewaltlos.de noch viel stärker bekannt zu machen, dass mehr Frauen dieses Angebot nutzen können. Gleiches gilt aber auch für das Projekt U25, nämlich die Suizidprävention, das sich an eine Zielgruppe wendet, die ebenfalls schweren Zugang zum Hilfesystem findet, nämlich die suizidgefährdeten Jugendlichen. Die Kollegin Pantel hat darauf auch schon verwiesen. Denn alle 5 Minuten versucht ein Mensch in Deutschland, sich das Leben zu nehmen. Bei jungen Menschen ist die Zahl noch viel höher. Und ich hoffe, dass wir hier einen kleinen Anteil daran haben, dass wir den jungen Menschen helfen können. Mit gewaltlos.de und U25 werden also 2 Online-Beratungsprojekte gefördert, was ich auch als Digitalpolitikerin für einen wichtigen Schritt halte. Angebote im Netz sind für viele Betroffene ein wichtiger Einstieg, um aus ihrem Teufelskreis herauszukommen. Denn, oder mir ist es besonders wichtig, dass so 2 großartige Projekte in Zukunft eine regelmäßige Förderung bekommen. Das 3. Projekt, was wir im Bundeshaushalt fördern, ist eine Kampagne gegen häusliche Gewalt an Kindern. Diese ist in Deutschland immer noch trauriger Alltag. Ursache ist oft Überforderung der Eltern mit der häuslichen Situation. Es gibt Stresssituationen und manche Eltern sind sich einfach gar nicht bewusst, was sie ihrem Kind, ihrem Baby antun, wenn sie es nur einmal ganz kurz schütteln. Deswegen wünsche ich mir eine flächendeckende Kampagne gegen das Babyschütteln sozusagen, wo eben darauf hingewiesen wird, dass man das Baby auch aus einer Wut, aus einer Aggression oder vielleicht eben auch aus einer Überlastungssituation heraus eben nicht schütteln darf. Es gibt gute Projekte in den Kommunen und auch darauf kann eine flächendeckende Kampagne in ganz Deutschland hinweisen. Ich habe in meinem Bezirk hier in Berlin-Neukölln eine Schrei-Baby-Ambulanz. Ich persönlich war nur 2 Stunden dort mit einem schreienden Baby, bin hinterher mit viel Schweiß und grauen Haaren sozusagen rausgegangen. Es gibt Babys, die schreien 24 Stunden lang. Und diese Eltern, die müssen wir abholen. Wir müssen ihnen sagen, dass sie eben ihre Kinder nicht schütteln dürfen. So können wir im Übrigen auch nicht nur die Eltern sensibilisieren, sondern eben auch Freunde, Nachbarn und sonstige Bekannte, die eben letztendlich die Familien daraufhin sensibilisieren können. Diese 3 genannten Projekte stehen also auch auf ganz unterschiedliche Art und Weise für den Schutz von Schwächeren ein. Dass die Projekte über den Bundeshaushalt gefordert werden, ist ein sehr gutes Zeichen, denn Prävention, ob es nun online oder offline ist, ist natürlich auch haushalterisch immer eine gute Maßnahme. Alles, was wir durch präventive Projekte abfedern können, wird hinten heraus nicht ganz so teuer. Meine persönliche Bitte an Sie, machen Sie diese Projekte bekannt, sprechen Sie über gewaltlos.de, sprechen Sie natürlich über das Telefon und über U25, dann wird die Welt vielleicht für viele Leute noch ein kleines Stück besser. Danke. Vielen Dank, Christina Schwarze. Damit schließe ich die Aussprache und wir kommen jetzt zur